Hey Alessandra, ich glaube, hier ist kein guter Ort zum Campen. Warum? Es riecht hier nach Kadaver, es riecht nach Tod. So, ihr seht ja, wieder völlig eingestaubt. Wir haben uns mal wieder festgefahren. Wir sind gerade aus dem versteinerten Wald gekommen und hier bis zum nächsten See gefahren. Total cooler Stellplatz und ich konnte es ja nicht sein lassen, auf die Kieselsteine draufzufahren. Ja, jetzt haben wir uns erstmal hier ausbuddeln müssen. War ja nicht so einfach, aber hat geklappt. So, jetzt sind wir hier am See. Jetzt sind wir auch fertig für heute, haben nämlich keine Lust mehr. Und jetzt gibt es noch was Leckeres zu futtern und dann ist für heute Schluss. Guckt mal hier. So, meine Lieben, es ist mal wieder soweit. Es gibt ein Update zu unserem jetzigen Standort. Und schaut euch nur diese Aussicht an von hier. Die Karte ist so unglaublich schön. Und zwar sind wir ja nun hier losgefahren wieder. Wir haben Seehundtauchen gemacht in Porto Madryn. Und dann sind wir die drei immer weiter nach unten runter gefahren bis Comodoro. Und in Comodoro gibt es einen kleinen Ort, der heißt Radatili. Da waren wir jetzt, haben wir den Ölwechsel machen lassen, haben die Reparaturen am Auto gemacht. Und dann sind wir hier reingefahren, weil hier ist der Wald mit den versteinerten Bäumen. Das war nur auch richtig geil. Und jetzt sind wir gerade eben das kleine Stück zurückgefahren nach Sarmiento und sind jetzt hier am Lago Mustas. Da, wo wir jetzt auch stehen und diese unglaublich schöne Aussicht haben. Ja, wir müssen uns auch nochmal bei Nadja und Daniel bedanken. Erstmal war das ein total schöner Abend mit völlig Fremden, die wir einfach nur auf der Straße kennengelernt haben. Aber was so niedlich ist, die haben uns Sachen gezeigt, die wir einfach nicht kannten und die man auch als Tourist nie kennenlernt. So, also Eier kennen wir alle. Dankeschön, sie haben uns Eier geschenkt, die sie selber produzieren. Aber das viel krassere ist, Alessandra, ja. Donde están los cascaras de cacao? Hier? Ja, genau, gut, voll cool. Die haben uns was total Cooles geschenkt und zwar Kakaoschalen. Ja, wir in Deutschland oder in Europa haben ja die Kakaobohne und daraus wird dann eben Schokolade gemacht. Und bevor die zu uns kommen, wird diese Schale sozusagen der Kakaobohne, die wird geschält. Ja. Und diese Schalen, guck mal hier, die haben wir von denen bekommen. Und das macht man so wie eine heiße Schokolade. Das heißt, man nimmt einfach Wasser, kocht das Wasser auf, schmeißt die Schalen da rein, relativ viel auch. Und dann lässt man es eine Weile stehen, kann man mit Zucker oder mit Milch trinken, egal. Und es schmeckt so lecker. Das ist der coolste Kakao, den ich je in meinem Leben getrunken habe. Null bitter, total aromatisch. Also das ist echt voll cool. Und die haben uns erzählt, dass das eigentlich eine alte Tradition ist und die Leute hier auf dem Land, die trinken das ganz normal. Das ist eine völlig normale Geschichte für die. Das ist deren Kakao. Können sich den anderen, der kommt hier vielleicht auch gar nicht her, nicht leisten, will ich jetzt nicht sagen, aber wird halt exportiert. Ja. Und ja, das kriegst du auch nirgendwo im Supermarkt zu kaufen, sondern du musst in irgendeinen Laden gehen für Agrikultur, wo es Futter für Kühe gibt. Und da gibt es dann eben diese Kakaoschalen. Ja, danke auf jeden Fall nochmal, Nadja und Daniel. Das war wunderschön mit euch und ihr habt uns ja, um viel Erfahrung bereichert.
Es ist jetzt exakt 10 Minuten später. Wir haben gerade lecker gegessen und Alessandra hat gemeint, boah, ist so windig, Alessandra meinte, guck mal da am Horizont, das sieht ja komisch aus. Jetzt schaut euch das an, da ist voll der krasse Sandsturm gekommen von einer Minute auf die andere. Wir mussten alles abbauen, alles verstauen und es ist richtig windig. Man kann das andere Ufer überhaupt gar nicht mehr sehen. Also gerade eben war hier noch Sichtweiten von 60 Kilometern fast und jetzt einfach mal 300 Meter. Echt super krass, ja, von einer Minute auf die andere. Sandra, ich glaube, hier ist kein guter Ort zum Campen. Warum? Es riecht hier nach Kadaver, es riecht nach Tod. Na, ich gehe mal gucken, was da los ist. Ich habe auch ein bisschen Bewegung hinten am Strand gesehen. Bin mal gespannt, was es ist. Ja, aber Wima bleibt hier. Du weißt, dass es dir nicht gut geht. Ja gut, aber Mali nehme ich mit. Der Hammer, echt hammergeil. Wir sind jetzt von Komodoro nochmal 150 Kilometer Richtung Süden gefahren. Und die haben schon bei iOverlander gesagt, dass es hier Seelöwen geben soll. Und wir haben, stehen wirklich direkt am Wasser. Also ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt da draußen aus dem Fenster. Ich glaube, das sieht man noch so ein bisschen. Ja, auf jeden Fall total krass. Sehe ich irgendwann ja, 600 Meter entfernt lauter schwarze Gestalten am Strand. Die sind echt gekommen. Und es ist voller Seelöwen. Das sind bestimmt, ach, ich weiß nicht, wie viele das sind. Bestimmt 100 Stück oder so. Und ja, sind wir da zusammen hin. Also Mali und ich, Alessandra hat keine Lust gehabt, so weit zu laufen. Und ja, und Mali ist total cool. Also die ist echt, die hört so gut, wenn ich mit der alleine bin. Die konnte ich echt sitzen machen lassen. In 20 Meter Entfernung hat die gewartet und hat sich das Schauspiel angeguckt. Und ich bin echt ziemlich nah ran, also bis auf 10 Meter und habe die gefilmt. Und die sind so krass. Die stinken total nach Fisch und brüllen da rum, ja, also und dann bin ich auch noch total schwarz gekleidet gewesen, habe mich klein gemacht, nehmen die einen, der nicht als Gefahr war, und dann haben die mich echt angebrüllt und sind in meine Richtung gewatschelt, also das war echt super cooles Erlebnis, echt schön. Also traurig ist nur, dass so viele, so unglaublich viele Tote hier rumliegen, also ich habe ja auf dem Weg gedacht, ich habe irgendwann aufgehört zu zählen bei 30, also es war echt schon ganz schön übel, aber dafür das Erlebnis. Also, das waren die größten an Land lebenden Tiere, die ich bis jetzt live ohne Zaun, ohne Safari und ohne Führung ja, einfach so wahrnehmen durfte. Also bin dafür sehr, sehr dankbar. Gut, aber für heute ist Schluss. Wir machen heute gar nichts mehr. Wir machen uns einen gemütlichen, gibt es was Leckeres zu essen. Hauen wir uns in die Falle und morgen geht's weiter. Am nächsten Morgen mache ich mich auf Richtung Seelöwen. Ich möchte mir das aus der Nähe anschauen. Die Hunde lassen wir lieber im Auto, da hier alles volle Seelöwenkadaver ist. Wir haben Angst, dass sie sich ebenfalls mit der Krankheit der Seelöwen anstecken. Auch Hunde könnten sich mit Vogelgrippe anstecken. Wir wollen sie nicht in Gefahr bringen.
Odor de, de Kadaver, de Pez. Es muy fuerte aquí. Y están un montón de elefantes marinos o lobo muerto aquí. Un montón. Mira, aquí está uno a la calle. Aquí. Y ahí está también lleno de carcasa. Toda la playa. Pero ahí están vivos. Vamos a ver. Ahí está una grande cabeza. Wow. Pruebo a acercarme un poco más. Wow, qué bestia, ¿eh? Oh my god. A ver. Más muertos. Uy, 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 look at that. Qué huge bestia. Oh my god, you feel it. Increíble, qué emoción, eh. Aquí tan cerca puedes oírlo fuertísimo como está. Wir sind gestern in Fitzroy angekommen. Fitzroy ist ja total bekannt für Argentinien, also ist der Name ist bekannt, der Ort, in dem wir sind, überhaupt nicht. Der Ort hat hier, ist eine 200-Seelen-Gemeinde, ist eigentlich ein Truckstop, kann man sagen. Also wir haben gestern Abend die besten Empanadas gegessen, die wir je gegessen haben. Da ist so eine süße kleine Oma, kann man sagen, die da so einen Truckerstop hat und für die Leute halt kocht, die halt auf der Autobahn sind. Und das muss man sich mal vorstellen, die hat mir die frisch zubereitet und ich habe echt 1,30 Euro dafür bezahlt und bin satt gefressen gewesen. Also echt total lecker. Ja, total cool. Und jetzt stehen wir hier am Rand vom Dorf, weil hier gutes Internet ist.
und wir hier arbeiten können. Und es ist eigentlich eine alte Bahnstation von Fitzroy. Ich zeige euch die mal, wartet mal. Genau. Also es ist eine alte Bahnstation. Man sieht hier auch noch die Gleise, die da ins Nirgendwo gehen. Weil hier ist ja, wie gesagt, Pampa und alles gerade und es geht ja bis nach Buenos Aires, sind hier 2000 Kilometer. Und da ist in beide Richtungen einfach nichts, gar nichts. Und hier ist diese alte, unglaublich niedliche Bahnstation, Fitzroy, Estación Rural, also sprich Station, ja, ländliche Station heißt es. Und das Allergeilste ist, wir kommen hierher und dann dachten wir, das ist zu. Und schaut euch das mal an, das ist offen und es ist ein Museum, was man einfach sich angucken kann, ohne dass hier einer ist. Also wir sind hier ganz alleine. Und die haben diese Bahnstation benutzt oder früher diese Bahngleise benutzt, um die Schafe, hier wurden ja sehr viele Schafe gezüchtet, produziert, um Wolle zu produzieren. Und genau, hier sieht man diese Produktion. Ja, und die haben diese Gleise benutzt, um eben die Tiere vom Süden in den Norden beziehungsweise von hier aus zum Meer zu schaffen und dann halt zu verschiffen. Und es ist total niedlich. Es riecht hier total alt. Es ist alles so gelassen, wie es ist. Und wir kommen hier rein und sind hier ganz alleine. Und schaut euch das mal an. Das ist echt einzigartig schön, ne? Wie einladend. Und die ganzen Utensilien eben aus dieser Zeit, aus der englischen Besatzungszeit oder als die Engländer diese Bahnlinie gebaut haben. Und ja, die ganzen Utensilien. Aber was eigentlich das Allergeilste an der ganzen Sache ist, wenn wir gar nicht mit gerechnet hätten, es gibt eine Küche und ein Klo. Es ist total cool. Wir stehen direkt davor. Draußen ist wirklich echt blödes Wetter. Es ist sehr, sehr kalt. Es windet und macht echt keinen Spaß. Aber hier können wir uns einen Tee machen. Und hier kann man auf die Toilette gehen. Und wir haben uns natürlich gleich hier verewigt im Gästebuch sozusagen. Hier ist unser Eintrag. Wer Spanisch lesen kann, kann sich's übersetzen. Ja, auf jeden Fall. Danke Fitzroy, danke für die Bahnstation, cooler Ort, kann ich nur empfehlen, falls ihr hier durchkommt, haltet ihr an, guckt euch das an, das lohnt sich absolut, also uns hat das total gut gefallen, fühlt sich an wie ein Westerndorf. So, ich nehme jetzt noch einen Bonbon, die sind nämlich auch gratis, ich hoffe, die sind nicht von 1850. So, dann gehe ich mal raus zu Alessandra. Na, was gibt's Schönes? Wie heißt es? Pojo. Pojo! Pojo für die Hunde. Genau, unser Benzinkocher. Unser Sorgenkind. Ne? iPhone. iPhone? Para qué? No, pero la marca de celular. No. Ja, was total krass ist, die Installation hier ist von irgendwann 1890 bis 1907 steht hier, also 1907 gebaut. Und jetzt haltet euch fest, die sind seit bestimmt 50 Jahren nicht mehr in Betrieb. Achtung! Man kann das Gleis noch bewegen, das funktioniert noch. Echt krass. Ja, was ich so unglaublich krass daran finde, ist, dass es einfach jetzt über 100 Jahre alt ist, die Installation. Hier wird ja nichts geölt, geschmiert oder irgendwas. Und das ist alles aus Eisen, das heißt, es rostet auch so locker flockig vor sich hin. Aber das ist so robust gebaut, das ist einfach damals für 100 Jahre ausgelegt gewesen. Und wenn es jetzt in Deutschland schneit, 5 cm fällt die Bahn aus, weil die Weiche nicht funktioniert. Naja, hier hat es noch funktioniert. Hier nimmst du einfach den Hebel, entsicherst und die Weiche ist gestellt. Wie geil, echt. Binario ist Unbinario. Mhm. Also das war nicht doppelgleisig, das war eingleisig. Das geht da vorne auch nochmal zusammen. Hier sind also zwei Weichen, teilt sich hier auf 3 Spuren für den Bahnhof. Und sonst war das eingleisig und ging durch die Pampa mehrere tausend Kilometer. Unglaublich.
Wir waren ja jetzt 2 Tage hier in Fitzroy, in diesem kleinen Dorf. Haben das Video geschnitten, mit dem Museum da einen guten Ort. Und jetzt sind wir an der Tankstelle bei der YP, also IPF heißt die hier. Und da kann man duschen. Und wir haben ja nur keine Dusche im Auto, also muss man uns immer einen Ort suchen, an dem wir duschen können. Und das bietet sich hier förmlich an. Ist gratis, die Dusche ist heiß, die Dusche ist sauber. Perfekt. Jetzt duschen wir, fahren wir weiter. Und dann geht's weiter Richtung Süden. Der nächste Ort ist Puerto San Julien, den wir ansteuern wollen. Da soll es wohl eine ganz tolle Strecke am Meer geben, wo man direkt am Wasser stehen kann und da wir uns eine Weile aufhalten. Und wir müssen ja mal dazu sagen, mit dem Museum gestern, da ist ja noch was passiert. Mitten in der Nacht kommt die Polizei und fragt, ob wir irgendjemanden gesehen haben, der ins Museum reingegangen ist. Wir so, ja, wir. Und er so, ja, hattet ihr eine Erlaubnis? So, nee, die Tür war ja offen. Ach so, die Tür war offen. Ja, die Tür war offen. Und dann kommt eine Frau und sagt, ihr habt auch die Toilette benutzt. Und dann ist er so, ja, 5 Mal. Und am Ende, also die waren uns nicht böse. Also wir konnten da auch stehen bleiben, hat keiner gemeckert, alles gut. Nur hätte das jemand abschließen müssen. Das Museum hätte eigentlich zu sein sollen. Aber so, war es schön, wir konnten es sehen. Wir hatten eine schöne Zeit dort. Jetzt fahren wir eben dort weg. Auf jeden Fall, war das echt ein krasses Erlebnis. Wir hatten auch noch Leute getroffen, die mit uns auf der Fähre waren. Rückenwinde heißen die. Und die waren auch total geschockt. Was kommt denn mitten in der Nacht, die Polizei? Ja, so ist es. Ich bin noch ein bisschen traurig über eine Sache. Guckt euch das mal an. Die sieht nicht so wirklich fit aus. Ja, traurige Geschichte. Wilma hat ja nur Bauchspeicheldrüsenkrebs schon seit 1,5 Jahren. Und die isst immer weniger. Also müssen die schon per Hand füttern mittlerweile. Baut so ein bisschen ab. Das belastet uns ein bisschen. Gut, können wir jetzt auch nichts dran ändern. Das ist der Lauf der Dinge. Könnt ihr nur so schön wie möglich machen. Aber das liegt natürlich schwer auf dem Herzen. Und hoffen wir, dass sie das noch eine Weile macht. Ja. Caliente, tipo para un minuto, después se apagó, viene fría y no puedo más cerrarla. Es la más fea que hemos visto hasta ahora. Ok, vale, me va a ver. El agua está siempre abierta. Ok, me va. Ya, la ducha es nicht so der Knaller. Ja, voll cool, dass wir so arbeiten können. Ich kann im Bett liegen, kann es mir gemütlich machen und unten bleibt der ganze Bus Büro und Schlafraum für die Hunde. Hi, mein Schatz. Ciao, Schatzi. Alessandra macht noch am neuen Video rum und ich liege schon im Bett, bin müde. Morgen geht es weiter Richtung Süden, wir freuen uns drauf. Seht aber alles im nächsten Video. Jetzt ist nämlich Schluss. Gute Nacht, bis zum nächsten Mal.